Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren NetBackup Lightboard Video. Heute zum ersten einer Videoreihe zum Thema Veritas Alter. Und auch deshalb darf ich an meiner Seite Patrick Englisch begrüßen, denn wir werden diese Videoreihe zusammen machen. Wir wollen uns damit beschäftigen, ja, was ist Veritas Alter, was sind die Alter-Produkte und welchen Mehrwert bringen sie uns? All das wollen wir in den nächsten Videos euch näher bringen und deshalb schon mal von Anfang an, warum überhaupt Veritas Alter? Was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, danke Marvin. Die Story ist relativ einfach. Wir sind im Datacenter-Bereich sehr stark vertreten, haben im deutschsprachigen Raum eine Menge Kunden, die aber auch nicht zwingend alle in der Cloud geboren sind. Von daher kommt jetzt mit der digitalen Revolution, ja, wir nehmen alle mehr Cloud zu uns, wir haben alle einen Multi-Cloud-Approach in unserer IT-Strategie, ist das alles vorhanden. Was machen wir damit, um den Plattformgedanken weiter auszubauen? Und genau diese Fragestellung, mit der wurden wir konfrontiert. Und unsere Antwort darauf ist Veritas Alter, sodass wir auch die gewohnten Services und Leistungen von Veritas auch in der Cloud aufnehmen können, ja, und dadurch halt das Data Management plattformübergreifend vorantreiben können. Genau, und genau da will ich einsteigen. Die gewohnten Leistungen quasi in der Cloud, ja, weiterbringen. Und das erste Thema, was ich hier bei Data Protection habe, ist nämlich das sogenannte Alter View. Das erste SaaS-Produkt, so wie sie eben alle unter dem Decknamen Alter sind, also auch alle weiteren, über die wir in diesem und in den nächsten Videos sprechen werden. Alter View soll unseren Administratoren das Leben vereinfachen. Denn es ist ein globales Management. Wir haben die Möglichkeit, eben unsere verschiedenen, egal ob On-Prem oder Cloud, Net-Backup-Umgebungen zentral durch eine Oberfläche zu administrieren und zu überblicken. Das ist egal, ob wir hier von einer einzelnen Umgebung sprechen oder eben von mehreren Installationen in einem Land über mehrere Länder, wie gesagt, auch zwischen Cloud und On-Prem aufgeteilt. All das können wir eben durch ein zentrales Overview in Alter View eben managen und sehen. On top gibt es in Alter eben auch das sogenannte Alter Analytics. Alter Analytics, der ein oder andere kennt sicherlich noch IT Analytics von On-Prem. Alter Analytics als SaaS-Dienst dient eben dazu, das, was wir mit Alter View schon auf der Management-Ebene sehen, hier nochmal im Monitoring, im Alerting, gerade Thema Ransomware ist ja hier ganz, ganz wichtig, eben noch voranzutreiben und ins Detail zu gehen, sodass wir hier eine einfache, aber sehr, sehr tiefe Ansicht unserer Umgebung bekommen und mitbekommen, was passiert denn hier überhaupt und wir hier eben auf dem Stand der Dinge sind. Wichtig beim Thema Data Protection sind natürlich die Data Protection Produkte selber und da haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten, denn neben unserer NetBackup-Installation On-Prem müssen wir natürlich auch irgendwie unsere verschiedenen PaaS, IaaS, Themen etc. auch sichern in der Cloud. Und dazu hat Veritas zwei verschiedene Lösungsansätze rausgebracht, zusätzlich eben zum On-Prem NetBackup und das eine ist Alter Data Protection. Alter Data Protection ist im Endeffekt der Überbegriff für das Deployment einer Cloud-nativen bzw. auf Kubernetes basierten, ja, NetBackup-Installation. Das hört sich jetzt komplizierter an, als es im Endeffekt ist, denn das Ganze ist zwar eine Do-it-yourself-Installation, doch das Ganze können wir eben über den Marketplace ausrollen und haben dann da eine automatisierte, wie gesagt, Cloud-native und skalierbare, elastische NetBackup-Umgebung in der Cloud, mit dem wir all unsere On-Prem bekannten NetBackup-Vorteile eben auch in der Cloud nutzen können. Und als Kontrast dazu haben wir eben die Alter BaaS-Lösung, Backup-as-a-Service-Lösung. Ich kürze das Ganze mal entsprechend ab. Das Ganze ist der von Veritas gehostete Approach, Backup in der Cloud als SaaS Lösung anzubieten. Ich muss mich eben also nicht mehr ums Deployment kümmern, sondern meine Aufgabe ist es rein, das Backup eben zu managen, zu kontrollieren und ich habe keine weiteren Doings, um das Deployment eben zu kontrollieren. Dann haben wir natürlich auch, und das ist ja auch schon bekannt, Alter SaaS Protection. Auch das, wie der Name schon sagt, dient natürlich dazu, weitere Sicherung bzw. Protection unserer SaaS-Workloads in diesem Fall
eben möglich zu machen. Damit können wir eben das Ganze, unsere ganzen Workloads, die wir eben als Unternehmen haben, abrunden und können auch eben M365 etc. sichern und das Ganze eben auch integriert in eben unsere Veritas-Lösung. Und um das ganze Data Protection-Thema abzuschließen, gibt es noch die Alta Recovery Vault oder den Alta Recovery Vault, besser gesagt. Und hier sprechen wir von einem Air-Gapped, von einer Air-Gapped-Lösung, die uns, egal ob On-Prem oder auch für die Cloud-Produkte zur Verfügung steht, um als Speicher zu dienen, als Air-Gapped-Speicher zu dienen, für Disaster Recovery-Zwecke beispielsweise. Das Ganze ist ein Cloud-Speicher, logischerweise, und hat auch da so ein bisschen den Hintergrund, dass wir natürlich einen einfachen und sicheren Speicher haben wollen. Und auch das bietet Veritas mit Recovery Vault an. Das ist so die Data Protection-Schiene und die ganzen Produkte, die wir da haben. So, bevor ich an Patrick abgebe, würde ich mich mit der App Resiliency oder beziehungsweise der Application Resiliency mit dem ersten Thema da beschäftigen. Und das ist die Storage Resiliency. Das ist so ein bisschen die Grundlage des ganzen Application Resiliency Themas. Und hier ist es so, dass wir eben von einer Storage Virtualisierung sprechen, die grundlegend und übergreifend über nicht nur die verschiedenen Cloud-Storage-Typen geht, so wie wir es hier natürlich eben auch haben, sondern beispielsweise auch On-Prem-Data-Center mit eingreift, das heißt Flash-Storage, HDD, S3 bzw. Object-Storage. Das ist so ein bisschen die Grundlage für eben die weiteren Services, die darauf aufbauen, die dann der Patrick jetzt übernehmen wird. Genau. Das Ganze können wir erweitern, und zwar mit der Enterprise Resiliency. Wir erweitern also hier den Storage Layer, ja, wo wir nicht nur die Mobilität der Daten erreichen über die Clouds hinweg, sondern auch dementsprechend bessere Performance. Gucken wir uns nochmal im genauen Video an. Bei der Enterprise Resiliency haben wir zusätzlich die Möglichkeit, auch die Applikationen mitzubewegen. Das heißt, von On-Premise in die erste Cloud, sagen wir Azure, oder auch weiter wieder zurück. Ein Abstraktionslayer, der wirklich maximalen Vorteil bietet, um dort halt die Mobilität, trotzdem halt dementsprechend die Verfügbarkeit der Daten zu erreichen, ja, und die Cloud dann dementsprechend auch wirklich als eine nutzbare Alternative zu machen, aus der ich immer wieder rauskomme. Digitale Compliance ist ein weiteres wichtiges Thema, auch standardmäßig im Veritas-Portfolio vorhanden. Und genauso wie wir es on-premise haben, haben wir hier auch unsere entsprechenden Lösungen eingebracht. Zum einen geht es darum, dass wir mit Alta Capture in der Lage sind, Daten, egal wo sie sind, einzusammeln in der Cloud. Natürlich geht das genauso wieder on-premise, ja. Hier konzentrieren wir uns auf die Cloud. Egal, was für einen Messenger ich vielleicht benutze, egal, was ich für eine entsprechende Digital Workplace-Basis benutze, ich kann hier die Daten einsammeln, sicher, kann dann auch meine Entscheidungen treffen. Das heißt, ich verstehe die Daten natürlich dadurch besser und kann im nächsten Schritt dann natürlich über Klassifizierung auch genau entscheiden, was mache ich mit den Daten. Wenn die Daten dann aufbewahrt werden müssen und im Data Lifecycle weiter vorhanden sein müssen, dann bietet sich an, das Ganze mit Alta Archiving sicherzustellen. Alta Archiving, Cloud Service, ja, gibt es schon seit mehreren Jahren von Veritas, auch nichts wirklich in dem Sinne Neues, funktioniert ausgezeichnet, um halt verschiedene Datenquellen zusammenzubringen und diese dann auch halt so abzulegen, dass ich jederzeit in der Lage bin, verschiedene weitere Disziplinen vom der digitalen Compliance, vom Information Management anzuwenden. Und dafür haben wir dann das nächste Thema, Alta Surveillance. Vielleicht besser bekannt unter auch der Revision, interne Revision oder auch Compliance. Ich bin in der Lage, meine Daten besser zu verstehen und zu gucken, naja, passt alles? Wird alles nach den Vorgaben, Richtlinien oder auch Policies meiner Unternehmung gehandhabt? Und habe da eigentlich eine super Möglichkeit, das Ganze einfach mit einzubinden, all in one, und entsprechende proaktive Maßnahmen zu gestalten. Jetzt kann es zum Schluss auch dazu kommen, dass nicht nur proaktive Maßnahmen, sondern vielleicht auch reaktive Maßnahmen notwendig sind. Das heißt, wir haben mit unserer Plattform
Alter eDiscovery hier die Möglichkeit, sowohl aufs Archiv zuzugreifen, auf andere Datenquellen oder sogar aus dem Bereich SaaS Protection uns Daten reinzuholen und dadurch halt genau zu verstehen im Sinne des eDiscovery-Referenzmodells, was sind das für Daten in vollbezogenen Szenarien, was bedeutet das genau für uns, wie stellen wir uns damit auf, bis hin hinterher zur Produktion der Daten, das heißt Datenausgabe, Geschwärz etc., kann ich damit realisieren und auch damit den kompletten Data Lifecycle abbilden. Genau. Und das ist im Endeffekt das Veritas Alter Portfolio. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Überblick darüber verschaffen. Falls ihr jetzt Interesse an den verschiedenen einzelnen Produkten nochmal genauer und ein bisschen mehr im Detail habt, dann schaut euch doch gerne unsere weiteren Videos an. Wir haben zu jedem der drei Säulen sozusagen ein weiteres Video produziert, das ihr entweder bei uns in der Infobox findet oder auf unserem Kanal. Und wenn ihr sonst noch weitere Fragen dazu habt, kommt gerne auf uns zu. Wir stehen euch gerne mit Rat und Tat zur Seite. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.